So, in diesem Video geht es jetzt um die innerbetriebliche Leistungsverrechnung nach dem Anbauverfahren und wir bleiben dabei bei dem Beispiel des vorigen Videos. Also wir haben wieder die Großstahlbau GmbH, produziert großdimensionierte Metallkonstruktionen wie zum Beispiel Hallen- und Industriebauten, Trägerkonstruktionen für Hochhäuser, Stahlrücken, Kesselanlagen für die Energiewirtschaft sowie Großbehälter und Container für den Gütertransport. Dabei haben wir zwei Hilfskostenstellen und vier Hauptkostenstellen. Hilfskostenstelle 1 ist Dampf, 2 ist Strom, dann haben wir noch Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb. Und weiterhin gilt, dass die Hilfskostenstelle 1, die oft hier als HIKO 1 abgekürzt ist, die erzeugt im Abrechnungszeitraum 22.500 Kubikmeter Dampf. Und die Hilfskostenstelle 2, die wir hier als HIKO 2 abkürzen, die produziert 150.000 Kilowattstunden Strom. Und die Leistungsbeziehung zwischen den Hilfskostenstellen untereinander und zu den Hauptkostenstellen sind folgender Grafik zu entnehmen. Hier sehen Sie die Leistungsbeziehung. Also Sie sehen, Hilfskostenstelle 1 hat 4.500 Kubikmeter Dampf an Hilfskostenstelle 2 geliefert und die hat wiederum 30.000 Kilowattstunden Strom geliefert an Hilfskostenstelle 1. Und dann haben wir noch, wie viel Dampf und Strom jeweils an die Hauptkostenstellen geliefert wurden. Und hier außen haben wir noch so einen umständlich laufenden Pfeil, da, wo 20.000 Kilowattstunden Strom an die Materialstelle geliefert wurden. So, und die Aufgabenstellung lautet jetzt eben, ermitteln Sie für das Beispiel die innerbetrieblichen Verrechnungspreise für die Hilfskostenstellen 1 und 2 mithilfe des Anbauverfahrens und führen Sie die Kostenumlage im Betriebsabrechnungsbogen durch. Wir benutzen jetzt erstmal die Grafik, um die Leistungsbeziehung zwischen den Kostenstellen genau aufzuschreiben. Und zwar können wir die Leistungen der Hilfskostenstelle 1 wie folgt aufschlüsseln. Insgesamt wurden ja 22.500 Kubikmeter Strom, nicht Strom, sondern Dampf erzeugt. Das ist hier. Davon gingen 4.500 Kubikmeter an die andere Hilfskostenstelle. Das heißt, die restlichen 18.000 Kubikmeter müssen dann an die Hauptkostenstellen gegangen sein. Das haben wir hier aufgeschrieben. Das können Sie sich aber auch einzeln zusammenrechnen, indem Sie hier einfach zusammenrechnen, was insgesamt an die Hauptkostenstellen gegangen ist. Und das zusammen macht 18.000 aus. Das gleiche können wir für die zweite Hilfskostenstelle machen. Gesamtleistung war 150.000 Kilowattstunden. Davon gingen 30.000 an die andere Hilfskostenstelle. Das heißt, die verbleibenden 120.000 Kilowattstunden gingen also an die Hauptkostenstelle. Das haben wir hier aufgeschrieben. Auch das können Sie alternativ ausrechnen, indem Sie einfach zusammenrechnen, was im Einzelnen an die Hauptkostenstellen gegangen ist. 80 und 10 und 10 sind 100.000 und dann nochmal hier die 20 sind 120.000. Haben wir also richtig gerechnet. Genau, jetzt haben wir die Aufschlüsselung der von dem, was an die Hauptkostenstellen geliefert wurde. Und mit diesen Werten können wir schon fast die innerbetrieblichen Verrechnungspreise bestimmen. Das hier war ja die allgemeine Formel. Und wenn Sie sich die Formel für die Berechnung des Verrechnungspreises nach dem Anbauverfahren jetzt anschauen, sehen Sie, dass wir den Nenner schon haben. Der Nenner ist nämlich die an Hauptkosten gelieferten oder abgegebenen Leistungseinheiten. Das ist das hier. 18.000 Kubikmeter Dampf von HIKO 1 und 120.000 Kilowattstunden Strom von HIKO 2. Aber dann brauchen wir noch den Zähler. Und den Zähler, den haben wir praktischerweise schon im vorigen Beispiel berechnet, nämlich als es um die Umlage der primären Gemeinkosten ging. Am Ende des letzten Videos hatten wir als Ergebnis diese Verrechnung hier aufgestellt, diese Verrechnung der primären Gemeinkosten auf die Kostenstellen. Und wichtig für uns ist jetzt, dass wir hier unten jeweils Summen hatten, und zwar 27.000 Euro Gemeinkosten für die HIKO 1 und 16.200 Euro für die Hilfskostenstelle 2. Die Werte merken wir uns jetzt einfach mal und gehen wieder zurück in die Berechnung des Verrechnungspreises. Jetzt können wir einfach einsetzen für die beiden Hilfskostenstellen. Für HIKO 1, für die Hilfskostenstelle 1 erhalten wir dann als Verrechnungspreis 27.000 Euro durch 18.000 Kubikmeter, macht einen Verrechnungspreis in Höhe von 1,50 Euro. Die 27.000 Euro hatten wir aus der vorigen Aufgabe. Die 18.000 Kubikmeter sind von hier. Das ist das, was die Hilfskostenstelle 1 insgesamt an die anderen Hauptkostenstellen an Dampf geliefert hat.
Das gleiche können wir für die Hilfskostenstelle 2 machen. Dann erhalten wir als Verrechnungspreis 16.200 € durch 120.000 Kilowattstunden. Macht einen Verrechnungspreis in Höhe von 0,135 € pro Kilowattstunde. Auch hier, die 16.200 hatten wir aus der vorigen Aufgabe. Das waren die gesamten Gemeinkosten, die in dieser Kostenstelle angefallen sind. Und die 120.000 Kilowattstunden sind von hier. Ist der gesamte Strom, der an die Hauptkostenstellen geliefert wurde. Und mit diesen Verrechnungspreisen können wir jetzt das ist das, was wir eigentlich haben wollten, die Verrechnungspreise für Strom und Dampf. Und damit gehen wir jetzt in die Kostenumlage im Betriebsabrechnungsbogen und dazu werden jetzt in den einzelnen Kostenstellen die empfangenen Leistungseinheiten mit dem Verrechnungspreis multipliziert. Bevor wir jetzt direkt in den Betriebsabrechnungsbogen springen, dachte ich, rechnen wir die Beträge erstmal hier in dieser Verflechtung aus. Wenn wir schon hier so eine schöne Verflechtungsgrafik haben. Und zwar haben wir hier 7000 Kubikmeter Dampf, die von der Materialstelle verbraucht wurden. Die werden mit 1,50 angesetzt, macht eine Kostenumlage in Höhe von 10.500 €. Die Materialstelle hat aber auch Strom verbraucht, das ist hier unten dieser Pfeil, und zwar 20.000 Kilowattstunden. Beim Verrechnungspreis von 0,135 € macht das insgesamt Kosten in Höhe von 2.700 €. Die Fertigungsstelle hat sowohl Dampf als auch Strom in Anspruch genommen, also wird beides separat umgelegt. Erstmal die 11.000 Kubikmeter Dampf macht bei einem Preis von 1,50 Kosten in Höhe von 16.500 €. Die 80.000 Kilowattstunden werden umgelegt mit einem Preis von 0,135 € jeweils pro Einheit, macht insgesamt Kosten in Höhe von 10.800 €. Die Verwaltungsstelle hat nur Strom verbraucht, die braucht keinen Dampf, und zwar 10.000 Kilowattstunden, macht bei diesem Verrechnungspreis hier Kosten in Höhe von 1.350 €. Und die Vertriebsstelle hat auch 10.000 Kilowattstunden verbraucht und auch nur Strom. Und dann haben wir auch hier Kosten in Höhe von 1.350 €. Und jetzt haben wir überall schön unsere zu verrechnenden Kosten aufgeschrieben. Und damit gehen wir jetzt in den Betriebsabrechnungsbogen. Und erweitern das, was wir bis jetzt hatten. Das war jetzt der Betriebsabrechnungsbogen, so wie wir ihn in der bislang hatten, nämlich nachdem wir die primären Gemeinkosten in der vorigen Aufgabe umgelegt hatten. Das stauchen wir jetzt mal zusammen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Also die einzelnen Gemeinkostenarten haben wir jetzt rausgeschnitten, haben jetzt nur noch die Summe der primären Gemeinkosten. Unten hängen wir jetzt dran noch die Umlage der sekundären Gemeinkosten, die wir in dieser Aufgabe jetzt berechnet haben. Und wie Sie sehen können, sind das genau die Beträge, die wir gerade so übersichtlich in der Grafik hergeleitet hatten. Wir hatten also ursprünglich 27.000 € an Gemeinkosten, und zwar verortet bei der Hilfskostenstelle 1. Die wurden jetzt nach diesem Anbauverfahren komplett umgelegt, und zwar auf die Hilfskostenstellen. Und zwar die Materialstelle und die Fertigungsstelle hatten Dampf in Anspruch genommen. Bei der Hilfskostenstelle 2 hatten wir insgesamt 16.200 € an Kosten verursacht. Auch die wurden, komplett umgelegt auf die Hauptkostenstellen, und zwar mit diesen Beträgen. Wie Sie merken, und das ist halt eine Besonderheit dieses Anbauverfahrens, die Verflechtungen zwischen den Hilfskostenstellen, die werden nicht berücksichtigt beim Anbauverfahren. Und das sehen wir eben darin, dass die kompletten Gemeinkosten umgelegt werden auf die Hauptkostenstellen, unabhängig davon, wie die Verflechtung zwischen den Hilfskostenstellen war. So, wie wir jetzt sehen können, nach der Umlage haben wir bei den Hilfskostenstellen unterm Strich keine Gemeinkosten mehr, 0 €. Dafür haben sich jetzt die Gemeinkosten der Hauptkostenstellen erhöht, also von vorher 150.600 auf 163.000, und hier haben wir eine Erhöhung und hier und hier. Die Gemeinkosten wurden also komplett von den Hilfskostenstellen umgelegt auf die Hauptkostenstellen. Und das war's auch schon.